Was geht ab, Mann, weiter, Osiris hier. Und heute im Banner-Preview zum kommenden Banner von Super Saiyan Blue Evolution Vegeta und Jiren. Er wird nämlich auch Teil des Banners sein, beziehungsweise Teil des Events. Außerhalb davon, wann kommt das Ganze online, Evolution Vegeta? Nun, zum einen ist das Video vorgedreht, deswegen haben wir noch kein genaues Datum zu dem Zeitpunkt, in dem ich das Video hier drehe. Aber ich schätze dennoch stark Freitag ein, weil dann erst das Dokkan-Event von unserem Boy C17 offline geht, beziehungsweise das Banner selbst von ihm. Und dieser Teaser kam erst heute online und sollten eigentlich nach 2 Tagen offline gehen. Üblicherweise, falls nicht, falls ihr zum Zeitpunkt, in dem ich das Video hier raushaue, ein genaues Datum haben, dann blende ich es euch jetzt ein und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Aber außerhalb davon gucken wir uns jetzt noch im Nachhinein, beziehungsweise schauen wir uns jetzt die Charaktere an, die noch hinzukommen werden. Und dann gehen wir auf die Kategorie von Vegeta ein und zudem stellen wir uns dann die Frage, ob ihr das sammeln solltet. Im Banner-Preview natürlich alles jetzt sofort, würde ich sagen, legen wir los. Wie gesagt, das sind die Teaser zu dem Dokkan-Events und gehen wir mal direkt rüber zu unserem Boy Evolution Vegeta. Nun, die Karte selbst heißt Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta, ist vom AGL, Type Max Level ist hier 120, ist ein Theorie-Charakter auf jeden Fall. Er ist der Leader der Pure Saiyan-Charaktere, denn den Pure Saiyans gibt der Ki plus 3 auf HP und Def 170% und auf den Angriff 130%. Mit der Ulti macht er immense Damage und verändert die Verteidigung des Gegners stark. Die Passive sieht folgendermaßen aus. Er hat auf den Angriff immer 120%, auf die Verteidigung 60%. Zusätzlich macht er immer 2 Additional Attacks, also 2 zusätzliche Angriffe. Diese jedoch haben keine Chance, eine Ulti zu sein. Es sind immer 2 zusätzliche Auto-Attacks. Aber für jeden Angriff, den er startet, und dazu gehört auch der Additional Boost aus dem Dupe-System, für jeden Angriff, den er startet, erhöht er seine Verteidigung um 7%. Das Maximum ist 70%. Und wenn die Bedingungen stimmen, transformiert er sich zu Evolution Vegeta. Alles klar. Links an der Stelle sind ihr Prodigy, Super Saiyan, Royal Lineage, Warrior Gods, Prepare for Battle, Tournament of Power, Fierce Battle. Und er gehört zu der Kategorie, zu ganzen stolzen 6 Kategorien, Freunde. Auf der japanischen Version gehört er nun, beziehungsweise aktuell, zu 6 Kategorien. Und das ist übertrieben viele Kategorien sind das. Und es sind auch gute Kategorien. Wir haben Universe Survival Saga, Realm of Gods, Pure Saiyans, Full Power, Representatives of Universe 7 und Enhanced Transformation, unser Boy. Hier habt ihr seine Stats an der Stelle. Was gibt es zu der Form zu sagen, bevor wir seine transformierte Form uns ansehen? Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Er transformiert sich ab Anbeginn der 4. Runde. Ab Anbeginn der 4. Runde hat er eine 30%ige Chance, sich zu transformieren. Heißt, das geht auf jeden Fall easy von Handen. Und da muss man nicht allzu viel. Also es wird oft passieren, dass er sich transformiert, sage ich mal. Ab Anbeginn der 4. Runde. Zudem, was noch auf jeden Fall hinzusagen sollte, was man hinzusagen sollte, ist, ja, was sie gesagt haben, die Additional Attacks können keine Ulti sein. Aber wichtig ist, seine Verteidigung erhöht sich ja um 7% pro Angriff, den er hier an der Stelle startet. Die Sache ist aber die, das wird separat kalkuliert. Heißt, wir kommen nicht auf einen Maximalboost von 130%, sondern man kommt sogar auf, was steht hier dran, 172%, nachdem er seine ganzen Stacks hat. Also auf 172% Verteidigung kann er kommen. Er macht ja üblicherweise von sich aus immer 3 Angriffe. Heißt, pro Runde, in denen er startet, in denen er dabei ist, in denen er angreift, macht er, beziehungsweise erhöht er seine Verteidigung 3-mal, also mindestens 3-mal. Das 4. Mal kann hinzukommen durch das Dupe-System. Level 5 Additional Attack hat der Free, bekommt er so oder so dazu ohne Dupes. Heißt, wir haben hier mindestens einen Vegeta, der mindestens 3-mal angreift. Heißt, pro Runde 3 Stacks mindestens bekommt. Also werden wir die Stacks auf jeden Fall gut voll bekommen. Darum muss man sich keine Sorgen machen. Alles klar. Wie gesagt, wenn die Bedingungen stimmen, ab Anbeginn der 4. Runde hat er eine 30%ige Chance, sich zu transformieren, dann wird er zu Evolution Vegeta, um es besser zu sagen, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta in Klammer Evolved, oder ja, Evolved, und Kategorie bleibt gleich, Leader Skill bleibt gleich, Super Attack bleibt ebenso gleich, was sich hier, Link Skills leider auch, was sich hier lediglich ändert, ist die Passive, und zwar sieht das dann folgendermaßen aus, das ist sein Artbook natürlich an der Stelle, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 130%, macht immer noch 2 zusätzliche Additional Attacks, die immer noch keine Chance haben, eine Ulti zu sein, es sind 2 zusätzliche normale Angriffe. Aber für jeden Angriff, den er startet, erhöht er nun seine Chance zu critten um 10%. Und das Maximum ist 70%. Heißt, er kommt nach 7 Angriffen, also im besten Fall, wenn es gut läuft, nach 2 Runden, zweimal, wenn er drin ist und angreift, durch die Passive, hat er 70%ige Crit-Chance.
Das ist geil. Das ist geil. Free, einfach so 70% Crit-Chance. Also auch ohne Dupes wird er auf jeden Fall sehr solide sein. Natürlich dann in dem, also in dem Status nach seiner Transformation, weil er da die Crit-Chance hinzubekommt. Genau, Freunde. Stats ändern sich hier leider an der Stelle auch nicht. Das ist nur das, so wie wir das gesehen haben. Die Passive ändert sich hier. Und mit den Additional Attacks bleibt das genauso gleich. 12 Key Multiplier ist 150% hier, wenn er eine Ulti startet. War aber zuvor ebenso richtig. Okay, soviel zu unserem Boy Evolution Vegeta. Das sind die Details zu ihm. Wir gucken uns gleich seine Katurine her an. Aber zu ihm bekommt er noch unser Boy Jiren sein Dokkan Awaken. Jiren ist dann folgendermaßen Super Strength Type Charakter auf jeden Fall. Er gibt den Universe Survival Charakter ihren Key Plus rein auf HP Attack mit der 150% oder Strength Charakter ihren Key Plus rein auf HP Attack mit der 50%. Er macht immense Damage mit der Ulti und verhindert die Verteidigung des Gegners stark. Die Passive sieht folgendermaßen aus, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 130%, hat eine Medium Chance, alle Gegner in der Runde, in die er reinkommt, zu stunnen und er tut zu 100% die Charaktere kritten, die gestunt sind. Okay, also es muss sich unbedingt aus seiner Passive erfolgen, aus seiner eigenen an sich, wenn jeder Charakter, der gestunt ist, den krittet er zu 100%. Linkskill, Cold Judgment, Shocking Speed, Infighter, Hero of Justice, Godly Power. Turn of Power, Fierce Battle, er ist in der Kategorie of Gods, Universal Saga. Hier haben wir an der Stelle seine Stats. Was gibt es zu unserem Boy zu sagen? Mit dem Erscheinen seines Dokkan-Events wird auf seinem Dokkan-Event auf Stage 1 ein Tech Jiren droppen und den kann man natürlich farmen, um die SA dieses Jirens hier zu erhöhen, damit er das wisst. Seine Medium-Chance hier zu stunnen sind 25%. Key Multiplayer, seine Ulti sind auch 150%. Und der ist echt solide, hat leider keine Transformation, aber das lässt natürlich noch Raum, beziehungsweise ja, Raum offen für die Zukunft, wenn er quasi in Full Power Jiren kommt etc. So viel zu dem Boy. Mit den beiden Events wird noch unser Boy Dispo ein Awakening bekommen. Ihn erweckt ihr dann aus den Dokkan Event Medaillen von Jiren. 35 Stück braucht ihr. Was gibt es Wichtiges zu ihm zu sagen? Er gibt Argel-Charakter den Keep-Plus, HP irgendeine 70%, macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff für 6 Runden. Die Passive ist sehr interessant, denn er bekommt jedes Mal, wenn er in die Runde reinstartet, jedes Mal, wenn er in eine neue Runde kommt, bekommt er 20% auf seinen Angriff und 15% auf die Dodge-Chance. Also jedes Mal, wenn er reinkommt, bekommt er 15%ige Chance zu dodgen. Das mit dem Dodgen hat jedoch ein Maximum, nämlich 60%. Also er kommt dann auf 60%ige Chance zu dodgen. Free, einfach so. Und das mit dem Angriff. Maximum, das ist ohne Begrenzung, Freunde. Das könnt ihr so oft stacken, wie es geht. Natürlich dauern wahrscheinlich die Runden nicht allzu lang, bis man das auf, keine Ahnung, unendlich stackt. Aber, ey, das hat keine Begrenzung. Heißt, immer wenn der Boy reinkommt, dann bekommt er 20% auf seinen Angriff. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Linkskill, er linkt sich mit Jiren sehr, sehr gut mit 5 Linkskills. Da sind wichtige Linkskills dabei. Das nicht, das ist aber dabei, sind 25%, das auch nicht, aber das, Shocking Speed plus 2, Infighter, also Key plus 2, Infighter ist ebenso mit am Start, Attack plus 10%, gegnerische Verteidigung des Gegners minus 10%, Turn of Power haben sie auch und Fierce Battle. Der linkt sich mit Jiren auf jeden Fall gut und Jiren und ihn in einer Rotation in dem Universal Survival Saga Team kann man auf jeden Fall lassen. Das sind hier seine Sets an der Stelle. Was man hinterher noch nennen kann, ist vom Vorhin mit dem Stack, es ist nicht wirklich unendlich, er hat eine Begrenzung, aber diese ist bei 99 Runden und das wäre dann Attack plus 10.000%, aber es ist halt unmöglich, dies zu erreichen. Und zusätzlich dazu erhöht er seinen Angriff um 50% für 6 Runden durch die Ulti, sein Key Multiplayer sind 140%. Toppo, unser Boy, bekommt ebenso sein Awaken und der wird wirklich sehr, sehr solide und in den Teams, in denen er vertreten ist, wird auf jeden Fall ein sehr guter Supporter. Für ihn braucht ihr aber 35 Medaillen aus dem Evolution Vegeta Dokkan Event. Er gibt danach jedem Typus Key plus 2 HP Attack und 70%. Er macht Supreme Damage mit seiner Ulti und erhöht den Angriff der Verbündeten um 25% für eine Runde. Passive Skill folgendermaßen. Er gibt auf den Angriff und auf die Verteidigung für jeden Verbündeten 35% und verringert die gegnerische Verteidigung um 50%. Er ist wirklich sehr ein guter Supporter an der Stelle. Links ist Supreme Warrior, Tough as Nails, Shocking Speed, Rival Duo, Godly Power, Turn of Power, Fierce Battle, Universal Survival Saga, Dream of Gods ist er vertreten. In den beiden Teams als Supporter kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Er macht seinen Job sehr, sehr solide. Das sind seine Sets. Und so viel gibt es zu unserem Boy Toppo zu sagen. Wenn wir uns mal die Kategorie ansehen, die neue Kategorie, die reinkommt, zu den Pure Saints, dann werdet ihr merken, diese Kategorie ist wirklich sehr, sehr groß. Und viele von euch werden wahrscheinlich viele Saiyajin-Charaktere haben, die in dieser Kategorie sind. Heißt, ihr könnt euch aus der Kategorie selbst wirklich sehr viele Charaktere bauen, beziehungsweise, um es besser zu sagen, sehr viele Teams bauen, um es richtig zu sagen.
Denn ihr seht schon, die Karte ist sehr gut geschmückt, voll geschmückt. Es gibt auch viele Free-to-Play-Charaktere. Ihr könnt innerhalb dieses Teams auch noch quasi Thematiken wählen. Zum Beispiel, ihr könnt euch aus einem Pure Saiyans ein reines Super Saiyan-Team bauen, ein reines Super Saiyan 3-Team, eure Super Saiyan 4-Charaktere mitnehmen und so weiter und so fort. Frage, die ich heute gestellt bekommen habe: LR Gogeta und LR Vegito sind leider nicht in der Kategorie, weder Gogeta oder Vegito, irgendeiner von denen. Man könnte damit argumentieren, Gotenks ist zwar auch in den Hybrid Saiyans, aber Vegito und Gogeta sind nicht in den Pure Saiyans, weil es wäre sonst zu viel. Also die Kategorie wäre sonst OP. Auch wenn sie nur 130% auf den Angriff bekommen, das hat man schon so bewusst gemacht, aber Freunde, schaut euch mal die Charaktere an. Ihr könnt damit spitzen Teams bauen, wenn das Ganze online kommt, werden wir uns das eh detailliert ansehen. So viel aber zu den Charakteren selbst, zu der Kategorie selbst. Jetzt kommen wir mal zum Banner. Wir werden uns natürlich darauf beziehen, wie das Banner in JP aussah, aber ich denke nicht, dass es sich allzu groß ändern wird. Auf jeden Fall schon mal aus vorweg, im Endeffekt entscheidet ihr selbst, wo ihr eure Stones sammelt. Ich gebe euch hier lediglich Ratschläge und Tipps, wie das Banner aussieht und dann natürlich meine Empfehlung, ob man es sammeln sollte, könnte etc. Im Endeffekt liegt es aber dann dennoch bei euch. Und zwar sieht das Banner folgendermaßen aus: Wir haben 7 gefeaturete Charaktere, 5% werden aufgeteilt für diese 7 gefeaturete Charaktere, 5% für die nicht gefeaturten Charaktere, GSSR ist dabei, aber es wird keinen Summon-Discount geben, es sind einfach nur jeder Multi 50 Stones, sowas in JP und ich denke, das wird auch so sein auf Global. Wenn nicht, dann wisst ihr auf jeden Fall schon Bescheid, dass es anders ist, schaut am besten auf Twitter vorbei. Aber außerhalb davon, diese Charaktere sind gefeatured. Wir haben als Dokkan Exodus Charakter Evolution Vegeta, Jiden, Ultimate Gohan. Und die alle anderen Charaktere, sage ich mal, die SSR Charaktere, die gehören zu der Universe Survival Saga. SR Ultimate Gohan ist featured und SR C17 ebenso. Für die SR von Ultimate Gohan und C17. Alles klar. Vegeta an sich, ob es lohnt, für ihn zu ziehen? Ja. Er selbst ist ein sehr starke Unit, er ist in sehr vielen Kategorien vertreten und hat dann eine Berechtigung vertreten zu sein, vor allem jetzt in Representatives of Universe 7. Seine Kategorie selbst ist immens groß, daraus könnt ihr wirklich sehr viele Teams bauen mit den Pure Saiyans und damit schafft ihr sehr viele Sachen. Also für Vegeta an sich allein zusammen ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall machen und würde ich auch so empfehlen. Jiden auf der anderen Seite, es ist wirklich ideal, dass Jiden auch im Banner featured ist. Wisst ihr warum? Weil Evolution Vegeta gehört auch zur Universe Survival Saga. Heißt, im besten Fall könnt ihr hier auch noch mit einem Universe Survival Saga Team rausgehen. Aber auch nur mit dem Team. Ihr könnt hier aus dem Banner, nur aus den Featured Charakteren, nicht unbedingt mit einem Pure Saiyans Team rausgehen, weil nur Vegeta ist aus den Featured rein in der Kategorie. Aber alle anderen aus Ultimate Gohan sind dann noch in der Universe Survival Saga Kategorie. Heißt, ihr habt eine gute Chance, den Pure Saiyan Leader zu ziehen. Und Pure Saiyan Charaktere, bin ich mir sicher, haben viele von euch. Also die meisten werden sehr viele Pure Saiyan Charaktere. Also was heißt sehr viele, aber die meisten von euch werden Pure Saiyan Charaktere haben. Dessen bin ich mir sicher, sage ich mal. Aber außerhalb davon, wie gesagt, kann man noch ein Universe Survival Saga Team hier mit rausnehmen. Und dann noch ein gutes. Also wir haben hier in einem Universe Survival Saga Team, hat Evolution Vegeta auf jeden Fall Berechtigung. Jiden, wenn ihr Uigoku habt, Uigoku so oder so. Dispo kann man auf jeden Fall nutzen, vor allem Topo. Also kann man das auf jeden Fall auch machen, wegen dem Grund hier zusammen. Dispo selbst, solide Unit nach seinem Awakening, kann man auf jeden Fall in eine Rotation setzen mit Jiden. Rebrian muss nicht sein. C17 kann man auf jeden Fall mitnehmen. Solide Unit, sei es in einem Universe Survival Saga Team oder in einem Representatives Universe 7 Team oder in einem Androids Team, wenn ihr den physisch C17 nicht habt. Ultimate Gohan, sage ich mal, ist hier ein Bonus. Er gehört nämlich nicht zu den Reihen der Universe Survival Charaktere oder Pure Saiyans, heißt, den würdet ihr dann als Bonus bekommen, wenn ihr ihn zieht. Hättet aber einen Hybrid Saiyan Leader, also wenn ihr einen Hybrid Saiyan Charakter habt und ihn zieht, dann werdet ihr auf jeden Fall nutzen. Ich auf JP habe beispielsweise aus dem Banner damals Ultimate Gohan gezogen und kann das Team, beziehungsweise konnte mir dann ein gutes Hybrid Saiyan Team bauen. Topo auf jeden Fall mitnehmen, der ist featured, wenn ihr ihn zieht, er ist ein super Supporter, sei es in einem Super Strength Team, im Universe Survival Saga Team oder Dream of Gods Team, den kann man auf jeden Fall verwerten. Also um es kurz zu fassen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, also kann ich euch empfehlen, hier zusammen, denn ihr könnt hier mit einem, also Hauptaugenmerk liegt hier wirklich auf Vegeta, aber ich kann auch sagen auf Jiden, denn Jiden, wenn ihr ihn zieht, habt ihr den Universe Survival Saga Leader und Vegeta und die restlichen Charaktere aus Ultimate Gohan gehören, also die Featured sind, gehören zu der Kategorie. Vegeta selbst, wie gesagt, sehr große Kategorie, man kann sehr viele Teams bauen, die zwei Units an sich sind auch sehr gut, also das, beziehungsweise das war das wirklich gut und ich bin mir sicher, viele von euch haben eh darauf gespart. Vielleicht haben
auch leider der eine oder andere keine Stones mehr, weil C17 vorgeschoben wurde, LSL kam etc. Aber Freunde, im Endeffekt wussten wir, dass früher oder später, vor allem dieses Jahr noch, Evolution Vegeta erscheinen wird. Und dann wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück euch, wenn ihr das sammeln werdet. Drückt euch die Daumen. Meinerseits kann man, wie gesagt, da auf jeden Fall zusammen dem Ganzen einen Versuch geben. Wünsche euch, wie gesagt, sehr viel Glück. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.